Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Ponypferde Horses. Willkommen zu einem Work in Progress Update, kurz WIP Update. Heute in diesem Video zeige ich euch die Modelle, die ich angefangen habe zu repainten und angefangen habe zu casten. Und dann erkläre ich euch kurz, was daraus werden soll. Denn ich habe viele angefangene Modelle, aber keines davon ist noch wirklich richtig fertiggestellt worden. Und manche von denen habe ich schon seit März in Arbeit, aber bin jetzt noch gar nicht fertig geworden. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich mit dem Video an. Vorab schon, Entschuldigung, dass letzte Woche kein Video kam. Ich habe es zeitlich einfach nicht geschafft, beziehungsweise habe es die ganze Zeit vor mir hergeschoben und habe es dann doch nicht irgendwie hingekriegt. Also ich habe es komplett verpeilt. Sorry, dafür kommt jetzt dieses Video und ich hoffe, es gefällt euch. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal an mit dem ersten Modell. Das wäre einmal ein kleines Wuffelchen. Das ist ein kleiner Dackel. Er ist vom Maßstab, glaube ich, würde er zu Briar passen, ich bin mir nicht sicher. Ihn gab es in einem Set mit einem anderen Hündchen, was ich gleich mal kurz holen kann. Beim Kick zu kaufen. Oh Gott. Genau. Hier hätten wir nochmal einen anderen Würfelchen. Das wäre der kleine Mann hier. Genau, bei mir ist der Süße hier ein kleiner Dackel. Bei ihm muss man, glaube ich, noch die Zunge sehen, aber man sieht schon ungefähr, was er werden soll. Ist eigentlich eine ganz einfache Farbe. Er hat treu doofe Augen. Was man hier vielleicht auch sehen kann. Ich habe versucht, ihn ein bisschen treu doof zu machen, sodass er hochguckt. Er hat Real Eyes, die sind braun, aber man sieht die bei dem Licht nicht. Nur wenn er in die Sonne guckt. Ja, genau. Ihm fehlt, wie gesagt, noch die Zunge und er muss noch an der Nase und in den Augen geglosst werden. Und ansonsten ist er eigentlich auch fertig. Die Pfoten sind bemalt und genau. Sein bester Freund wird, glaube ich, nicht bemalt. Aber wenn, dann werde ich ihn, glaube ich, vielleicht nicht behalten. Ich bin mir nicht sicher. Weil die Bemalung von seinem Freund ist einfach nur grässlich. Ich meine, es sieht so aus, als ob er in einen Farbtopf gefallen wäre. Aber egal. Aber ich kann das Modell von ihm hier sehr gut empfehlen. Denn man kann es als Briar-Hund benutzen. Und genau, maßstabtechnisch passt er noch so ganz knapp dazu. So, dann kommen wir hier zu einem Hanno-Fohlen. Ja, meine Konga. Und zwar wäre das hier ein kleiner grauer Schecke. Er ist ein Tobiano, genau. Und der heißt bei mir Icicle oder Blue Eye, ich weiß noch gar nicht richtig. Weil hier ein schönes blaues Auge hat, das man, glaube ich, nicht erkennen kann. Aber ich habe mir sehr viel Mühe bei ihm gegeben. Und ich mag ihn eigentlich auch ganz gerne und er ist mein Lieblingsmitglied von meiner Hanofolen-Konga. Obwohl er noch gar nicht fertig ist. Er muss noch schattiert werden. An den Flanken vielleicht noch ein bisschen. Ich liebe seine Checkung über alles. Die geht hier nämlich einmal rum. Genau hier. Und dann hat er hier noch hinten ein Abzeichen, das muss ich aber noch deckender machen. Und hier vorne ein großes Abzeichen, was mit der Scheckung verbunden ist und eben eine Laterne. Und dann hier nochmal eine Scheckung, die einfach sein Mähnenspitzchen ein bisschen so macht. Also ich mag das Modell sehr gerne und mit dieser Farbe gefällt er mir auch sehr gut. Und er wird auf jeden Fall nicht gehen, weil ich ihn einfach nur so cute finde. Und in der Kamera sieht er ein bisschen komisch aus. Aber er wird am Schweif dann nochmal schattiert und seine Hufe werden nochmal schattiert. Und dann sollte er eigentlich auch fertig sein. Auf der anderen Seite wird er ein braunes Auge haben. Sollte er eigentlich, aber das sieht jetzt noch gruselig aus. Das muss ich nochmal überarbeiten. Vielleicht hat er auch ein weißes, weil die Laterne auf dieser Seite mir nicht so gut gefällt. Weil er ein bisschen grimmig guckt hier oben. Genau, ansonsten ist er eigentlich auch fast fertig. Und ich habe den schon seit April im Arbeit. Genau, und ich freue mich, wenn er endlich fertiggestellt ist. So, dann komme ich hier zu einem Pferd, was eigentlich ein paar noch kennen sollten aus meinem ersten Repaint-Update. Das wäre Schokolat oder Schokolät. Ungefähr so. Ihm gefiel meine die Farbe gar nicht und sein Kasten war auch einfach nur furchtbar. Und ich habe mir eigentlich damals gar keine Mühe bei ihm gegeben. Denn ich habe versucht, das ihm braun zu machen, aber das irgendwie eskaliert. Und dann dachte ich mir, ja komm, hau mal einen Dunkelfuchs drauf. Beziehungsweise habe ich ihn dann einfach so gelassen und im Nachhinein gefällt er mir gar nicht, weil die Hufe einfach nur furchtbar sind. Man sehe sie hier. Sie sind nur schattiert und einfach nur grau und furchtbar und ich weiß, jetzt sieht er auch nicht besser aus. Aber ich habe ihm hier einen Schweif gemacht. Und zwar mal auf eine ganz andere Technik, denn ich habe ihm dann von der Büroklammer etwas da hinten ran gemacht. Und befestigt und dann habe ich vor längerer Zeit einen Schweif dran modelliert. Ich glaube, das war von Pfingstway noch. Bin mir eigentlich gar nicht mehr so richtig sicher. Ich finde den Schweif ganz cool, aber ist jetzt mehr ein Jährlingsfohlen.
Und die Mähne muss dann auch nochmal neu gemacht werden. Und das Poxy ist halt steinhart gewesen oder geworden. Und jetzt kriegt man das nicht mehr so leicht ab, aber dann soll die Mähne mehr so zum Schweif passen. Und dann soll er auch bald repaint werden. Ich bin sehr stolz auf seinen Cast. Und er sieht jetzt halt auch echt dreckig und wie ein gerupftes Huhn aus. Aber nun ja, kommen wir dann gleich mal zum nächsten Modell. So, dann haben wir hier die liebe Tippi. Sie ist auf dem Island, auf der Islandstute. Genau, ein Schecke. Und ich glaube, ich habe sie schon im letzten Paint-Update gezeigt. Damals war sie aber, glaube ich, noch nicht so weit, beziehungsweise eigentlich auf dem gleichen Stand. Ich wollte sie euch nochmal zeigen, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon gezeigt habe. Und zwar ist ihre Mähne jetzt gelblich geworden. Ich habe sie jetzt auch nochmal ein bisschen deckender gemacht. Nur was mich sehr stört, ist dieses kleine Auge. Das sieht einfach nur creepy aus. Das muss auf jeden Fall nochmal überarbeitet werden. Und ihre hinteren Hufe sind auch noch nicht fertig. Aber ich bin stolz auf die Schattierung von ihren Hüfchen. Die sind wirklich sehr schön geworden. Genau. Dann müssen nach hinten die Hufe gemacht werden und man sieht hier, sie ist auch wieder dreckig geworden. Und ich bin am Überlegen, ihr eine größere Blässe zu machen, obwohl ich mit der Schnippe eigentlich auch ganz zufrieden bin. Ich bin auch am Überlegen, aber bisher gefällt sie mir sehr gut. Von der Seite gefällt sie mir besser als von der anderen, aber I don't know wieso, aber mir gefällt die Schäckung einfach so gut. Und dann muss ihr Schweif nochmal bemalt werden und die Hufe müssen hinten und die Farbe muss deckender gemacht werden. Und das Auge muss definitiv neu und die Mähne muss auch nochmal neu. Also hier nochmal die schwarze Mähne nochmal ein bisschen deckender machen. Ansonsten ist sie fast fertig und sie wird dann auch auf jeden Fall bei mir bleiben, da sie einfach nur süß ist. Und ich glaube, ihre Ohrenspitzen haben jetzt auch schon ein paar schwarze Abriebe bekommen. Genau, also ja, das ist die Tibi. So, dann komme ich hier zu einem Cast auf dem Oldenburger Fohlen, was ich eigentlich vor kurzer Zeit gemacht habe, also nicht allzu langer Zeit. Wie man sieht, er hat einen Stehfehler von sich aus. Das liegt jetzt nicht am Cast. Den muss ich auf jeden Fall noch beheben. Ich glaube, es liegt an dem Bein. Weil wenn es zurückgebogen ist, steht da. Aber wenn es sich zurückbiegt, steht er nicht mehr. Und es ärgert mich ein bisschen. Aber auf jeden Fall, ich versuche aus ihm einen Heartbreaker zu machen, denn ich habe zu meinem Geburtstag ja auch Valentine Heartbreaker gekriegt. Und dann versuche ich jetzt auch einen Repaint von ihm zu machen. Denn ich habe von meinem Cousin einen Repaint gemacht. Das kennt ihr alle aus dem Repaint-Update. Schaut da gerne vorbei. Und genau, jetzt habe ich versucht, hier beim Oldenburger Fohlen habe ich das Hüfchen ein bisschen, das Bein ein bisschen angewinkelt. Und er will nicht stehen. Was mich sehr ärgert. Aber aufgrund steht er eigentlich auch. Also er steht. Aber er steht wackelig und wenn man ihn leicht antippt, dann kippt er gleich wieder hin. Genau, er muss nur noch bemalt werden und hier muss dann auch nochmal was angewickelt werden. Also er ist so in den Anfangsphasen. Und ich hatte ihn ursprünglich mal auf eine Platte gestellt. Ich überlege auch, eine Base für ihn zu basteln. Aus Epoxy. Aber mal gucken, was da so kommt und ich halte euch auch auf dem Laufenden bei ihm. Duzi, duzi. So, dann kommen wir hier zu einem Pferd, was auch sehr furchtbar aussieht. Das hier war ursprünglich der Schwarzwälder Jährling. Er steht auch nicht. Er hatte auch ursprünglich eine Base aus Karton damals noch. Und er steht wirklich sehr schlecht. Das liegt an dem Fuß und wahrscheinlich wird er auch eine Base wieder kriegen. Wie gesagt, auf hartem Untergrund steht er. Und er bekommt dann noch eine Mähne. Er soll ein Easy werden. Und dann bekommt er hier auch nochmal einen Schweif. Und ich bin dann noch gar nicht richtig weitergekommen, denn die Mähne wurde immer ein Fail. Und dann wird er bemalt und da, ja genau, sollte er auch fertig werden. Genau, viele kennen ihn vielleicht noch vom Lotus Repaint Studio. Da hieß er ja Gino und für ihn haben wir auch eine Base gemacht und ihr habt den ganzen Bemalungsprozess mitgekriegt. Ich war damals sehr stolz auf ihn, aber jetzt ärgert er mich nur noch. Ich mag ihn eigentlich gar nicht mehr und ja, wird dann auch nochmal repainted. Ob er verkauft wird, weiß ich nicht. Ich glaube es eher nicht, weil ich eigentlich meine Repaints nicht verkaufe. Aber mal gucken. Dann kommen wir zu einem Cast auf dem Hannoveraner Mold. Wie gesagt, man sieht hier auch, wie das Ganze hier ungefähr aufgebaut ist mit dem Stäbchen. Genau, er soll auch ein Eidekuss-Mold darstellen. Und zwar soll er ursprünglich dann jetzt ein Revel werden. Genau, deshalb auch die Mähne. Ich habe ja auch einen Snowman gemacht. Den kann ich auch mal kurz zeigen. Moment. Muss ich einmal kurz hier durchs ganze Zimmer latschen. Er hier. Er ist auch überholungsbedürftig, denn er hat Macken und alles. Aber irgendwie weiß ich nicht, ich habe einen emotionalen Wert zu ihm. Genau, weil er mein erster Cast war und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit ihm. Und er steht bei meinem großen Snowman. Hi.
Und jetzt will ich auch eine Konga auf dem Mold machen und viele Idekus Molds drauf machen. Zum Beispiel auch Wapiti, da ich das Briar Wapiti ja auch besitze. Genau, ich bin sehr happy mit ihm, aber mit dem Schweif müssen wir jetzt erstmal gucken, was da noch so kommt. Ja, ansonsten ist es auch süß. So, zwei Fliegen mit einer Klatsche. Hier haben wir einmal einen Fohlen und die Mutterstute dazu. Ja, einmal die grasende Achalte-Kinderstute. Fragt mich nicht, ich habe gestern erst angefangen, sie zu malen. Die Appaloosa-Checkung wird nochmal überarbeitet, beziehungsweise wird das ganze Pferd nochmal neu gemacht. Und ich habe vor, aus ihr einen Fuchs zu machen. Und das Fohlen wird wahrscheinlich eine Rappe werden. Ja, das gibt's auch. Genau, sie sollen dann sozusagen ein kleines Pärchen sein, beziehungsweise glaube ich doch, dass sie ein Brauner wird. Das Fohlen muss noch aufschattiert werden, sie war schattiert. Man merkt es jetzt vielleicht im Licht gar nicht mal so sehr, aber sie ist schattiert. Sie war genau die gleiche Farbe wie ihr Fohlen und das ist eigentlich ein bisschen heller. Hier sieht man es vielleicht. Genau, aber die Appaloosa-Schecke ist einfach nur grässlich geworden und sie wird dann später wahrscheinlich einfach nur ein Braunschecke werden. Und die zwei werden auf jeden Fall bei mir bleiben. Ich finde die ganz süß und ich habe sie damals über eBay gekauft. Das Auspackvideo ist auch auf dem Kanal. Und ja, schaut da gerne auch vorbei und lasst gerne ein Like da. Und was ein weiterer Fail ist, das war wegen neuen Lack habe ich da gekriegt und der hat irgendwie ihr Maul weiß gemacht. Ich find's witzig. So, dann haben wir ja noch einmal auf dem alten Ibizaner-Hengst auch nochmal ein Wallach. Auch nur mein Pferd. Er war ein Experimentierpferd. Ich habe ihn mit weißer Farbe angesprüht. Und dementsprechend sieht er auch aus. Er wird wahrscheinlich kein Schimmel werden. Sondern wahrscheinlich vielleicht wird er zur limitierten Sonderedition, also Satchmo, repainted werden. Das ist ja das Pferd von der Isabel Wert. Gibt es ja auch als limitierte Version für 100 Euro auf eBay. Auf jeden Fall will ich mir dann auch einen selber machen. Und ja, mal gucken, was auch noch so kommt. So, ich bin jetzt gerade im Garten rausgegangen. Wir haben Bombenwetter. Und hier sehen wir einmal auf dem Andalusia ein Repaint. Das ist ein Splash White. Mein erster Splash White. Er trocknet hier gerade in der Sonne. Und er wird wahrscheinlich der erste sein, der fertiggestellt ist. Ich habe ihn gestern erst angefangen mit der Grundierung und alles. Gestern Abend. Und ich bin jetzt schon so weit. Ich bin ganz zufrieden mit ihm. Er sieht hier unten noch ein bisschen hässlich aus. Er bekommt aufgemalte Hufeisen, wenn ich das hinkriege. Und blaue Augen. Und hier seine Mähne. Ich finde die auch eigentlich ganz schön. Genau, ich halte euch auf dem Laufenden. Er muss noch schattiert werden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielleicht ist dann auch nochmal ein Whip-Update. Da ich jetzt nicht alle Pferde mit unterbringen konnte. Aber die, an denen ich auf jeden Fall arbeiten werde. Ich habe ein paar angefangene, die vielleicht schon schattiert sind und so. Aber da muss ich nochmal kurz schauen, was aus denen wird. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns doch hoffentlich das nächste Mal wieder. Lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, habt einen schönen Tag und habt schöne Ferien. Und dann bis nächsten Freitag wieder. Ciao, Leute!